Moin Leute, für das Grundgerüst des Insektenhotels habe ich mir erstmal vier Bretter à 40 cm zugeschnitten. Dazu habe ich einfach normale Schalbretter genommen, die ich noch rumzuliegen hatte. Danach habe ich sie erstmal auf der einen Seite zumindest ein bisschen begradigt. Und sie anschließend auf eine Breite von 10 cm gebracht. Hier ist das Gerüst des Rahmens. Die Löcher habe ich schon mal vorgebohrt. Und verschraubt werden sie einfach mit ganz normalen handelsüblichen Holzschrauben. Ich glaube, ich habe hier 4,0 mal 40 mm Schrauben für verwendet. Achso, die Stärke der Schalbretter beträgt übrigens 2 cm. Die waren alle nicht ganz gerade, was sich später in dem Rahmen auswirkt, dass er ein bisschen hin und her wabbelt, aber ich glaube, das ist nicht weiter schlimm. Hier nochmal die Kontrolle und tatsächlich, ich habe selber gestaunt, es sind 40 cm. Jetzt kommen die Innenbretter. Dafür habe ich nochmal einmal 40 cm zugeschnitten. Der kommt längs in das Insektenhotel und drei Bretter zugeschnitten a 17 cm. Die kommen vertikal für die einzelnen Fächer. Hier ist übrigens auch ein kleiner Fehler unterlaufen, den ich erst später gemerkt habe. Und hier wieder das gleiche, einmal die Bretter ein wenig begradigen, nehme ich mir noch ein Federbrett zu Hilfe, weil es sonst ein bisschen unsicher war, wie ich fand. Also zuerst die eine Seite ein wenig begradigt und dann nochmal auf das 10 cm Maß gebracht. Wichtig ist hierbei also immer seitlich zur Kreissäge zu stehen, falls da mal was rausschießen sollte, dass es euch nicht trifft. Jetzt sind die Fächer soweit in Ordnung. Wie gesagt, ich habe da einige Fehler noch reingehauen. Aber jetzt passt es soweit. Sieht aus wie so ein kleiner Setzkasten. Ja, denn jeweils noch mit zwei Schrauben festgeschraubt, vorher angezeichnet und natürlich die Löcher vorgebohrt und ein wenig eingesenkt, dass die Schrauben einfach ein bisschen schöner passen und dass das Holz nicht splittert. Das Dach war auch nochmal so eine Sache. Das habe ich leider nicht mehr gefilmt, beziehungsweise ich konnte es nicht mehr filmen, weil da schon die Speicherkarte der Kamera leider voll war. Auch wieder ein Fehler natürlich von mir. Im Nachhinein muss ich sagen, es sind echt eine Menge Schrauben für so ein kleines Insektenhotel. Und ab dieser Stelle fehlt leider das Videomaterial. Ich habe noch eine Folie auf das Dach getackert, damit es ein bisschen ringgeschützter ist. Die Tackerklammern habe ich an diesem Zeitpunkt noch nicht
weiter in das Holz gehämmert, weil ich war ein bisschen demotiviert, leider. Warum sieht man jetzt gleich das Dach? Ich glaube, das habe ich auf 15 Grad Gehrung geschnitten, weil eigentlich wollte ich, dass die einfach 90 Grad so Stoß auf Stoß kommen, aber dann habe ich mich nochmal vermessen und das war echt frustrierend, vor allen Dingen, weil ich kein Holz mehr gehabt habe. So, und das ist das Insektenhotel nun in seiner ganzen Pracht. Als Füllmaterial haben wir Kienäppel, oben haben wir noch einen Ytongstein, bisschen Rindenmulch, ein paar kleingeschnittene Stöcker und ein paar Äste rechts. Das Dachgeschoss, will ich mal sagen, ist noch leer. Da wollte ich mir noch ein paar größere und ein paar kleinere Äste besorgen, beziehungsweise dann zurechtschneiden und die ja für den Ausbau des Dachgeschosses quasi verwenden. Das war's mit dem heutigen Video. Wenn es auch ein wenig chaotisch und sehr unzusammenhängend war, hoffe ich dennoch, dass es euch gefallen hat und euch vielleicht auch eine Anregung gegeben hat, wie man so ein Insektenhotel einfach selber bauen kann. Und dann hoffe ich, sehen wir uns bei einem nächsten Video wieder. Bis dahin macht es gut. Ciao. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass solch eine Skizze für den Bau eines Insektenhotels ausreichend ist, dann abonniert diesen Kanal.